Ja, moin Leute, heute tatsächlich hier nochmal ein kleiner Bug in meiner Anlage. Ich habe jetzt bemerkt, dass der PV-String 1, also ich habe zwei Strings, nichts mehr liefert. Also da kommt kein Strom mehr. Ich zeige euch das hier, Moment. Ich hoffe, man kann es erkennen. Sorry, ist jetzt nicht ganz so qualitativ gut wie sonst, aber ihr seht hier, ist der erste String und normal müsste hier oben noch ein zweiter sein. Da kommt nichts mehr. Das hat mich etwas irritiert und deswegen gucke ich mir das Ganze jetzt mal an. Also schauen wir uns an. Ich habe hier schon so einen Verdacht, und zwar diesen SISO-Switch. Ich zeige euch das jetzt mal. Moment. Genau, hier seht ihr die zwei Strings. Also hier ist halt quasi von meiner Veranda. Und das hier ist dieser SISO-Switch, also einfach nur ein Ausschalter vom Carport. Der geht hier runter und soll dann eigentlich hier unten in den Überspannungskasten rein und hier in die Sicherung. So, und jetzt haben wir, wenn wir hier mal näher rangucken, können wir sehen, dass hier der... Aua, scheiße, das gibt's da gar nicht. Ja, ich habe gerade eine gewischt bekommen. Tatsächlich, also hier ist irgendwie Saft drauf, obwohl ich das Ding abgekoppelt habe, aber so ein bisschen Restspannung wird hier wohl noch sein. Aber das Teil hier ist geschmolzen, könnt ihr sehen? Krass, ne? Ich weiß nicht, das ist echt heftig. Das muss ich mir jetzt mal angucken, woran das liegt. Das Teil habe ich so gekauft mit den Anschlüssen, und zwar nicht in China, sondern hier in Deutschland. Da gucken wir uns mal an, was da los ist. So, ich habe jetzt den SISO-Switch abgemacht und hat's reingeguckt und der ist durchgeschmort einfach. Also da drin ist alles schwarz. Absolut gruselig, also das muss eine Fehlproduktion gewesen sein. Ja, kann man nicht viel machen, muss man austauschen. Ich muss noch mal gucken. Kennt ihr irgendwie einen guten oder so, wo ihr wisst, dass die Teile ordentlich funktionieren? Also das Teil werde ich wohl nicht nochmal kaufen. Den anderen, den ich davon habe, für den zweiten Swing, werde ich selbstverständlich auch austauschen. Das ist mir halt viel zu gefährlich. Da zieht euch das Ding rein. Ist komplett geschmolzen. Krass, ne? Heftig. Also Gott sei Dank nicht mehr passiert. Absolut gruselig leider. Naja. Boah, zieht euch hier diese schwarze Scheiße rein. Ist alles geschmolzen. Total ekelhaft. Ich weiß auch nicht, ey. Übel. Das ist irgendeine Art fettige Substanz. Ich, keine Ahnung, ey. Total ekelhaft. Richtig, richtig geil. So, also als erstes habe ich jetzt hier den Stecker ausgetauscht. Das war Gott sei Dank kein Problem. Ich werde den jetzt hier noch von den Rückständen befreien und dann mal schauen, ob die Anlage so noch läuft. Ja, und dann muss ich mich um einen neuen Switch kümmern, aber ich denke, wie gesagt, jetzt nichts passiert. Unten hat auch nichts ausgelöst soweit, also alles gut. So, alles wieder repariert, die Anlage läuft. Ich zeige euch im Hintergrund hier kurz, dass beide Strings wieder am Laufen sind. Das war jetzt nur kurz zum Test, also ich habe den SISO-Switch jetzt überbrückt. Ich hätte aber lieber einen dran, damit man die Anlage halt im Notfall auch so ausschalten kann, obwohl das auch jetzt geht. Also das ist jetzt nicht so, als wäre das unmöglich. Ich habe eigentlich mehr Switches, als ich brauche. Deswegen jetzt alles gut gegangen. Den Switch kann ich nur sagen, kauft euch den besser nicht. Ich weiß, der ist sehr beliebt, aber ja, also das finde ich schon krass. Der ist halt wirklich einfach komplett durchgeschmort. Ist von innen vollständig schwarz, da kann man, ja, gruselig. Ansonsten kann ich nur sagen, ich zeige immer ehrlich, was hier passiert. Also auch solche Dinge passieren, das muss man halt wissen. Und wissen, wie man damit umgeht, ist halt alles kein Drama. Also wie gesagt, ist jetzt alles ziemlich harmlos, stinkt ein bisschen nach verschmortem Plastik, aber ansonsten ist alles gut. Selbstverständlich ist hier auch ein Feuer und ein Rauchmelder drin, also ein Hitzesensor und ein Rauchmelder. Der hat tatsächlich nicht angeschlagen, deswegen denke ich, so dramatisch wird es jetzt eh nicht gewesen sein. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Drücken wir die Daumen, dass ich noch einen besseren Switch finde. Wenn ihr einen guten kennt, sagt mir Bescheid und bis zum nächsten Mal. Ciao.